Und zurück bei Don't Starve. Wir machen gleich einfach weiter. Continue. Und irgendwo in der Nacht hier kommen ja gleich diese hässlichen Viecher, die uns schon beim ersten Mal fast getötet. Die haben uns getötet. Nicht nur fast, sondern die haben es. Genau, so. Hat man die Rüstung gehabt hier drin, ne? Jo, was wollte ich machen? Weiß ich noch? Weiß ich nicht, natürlich nicht mehr. Das war erst eine Stunde her. Silk. Ich könnte mal wieder was futtern. Gleich bricht die Nacht herein. Silk, kann man auch benutzen. Komm, werd richtig tiefe Nacht. Okay. Ich muss doch mit Feuer heizen. Mit Holz heizen. Ja, und ich glaube, hier kommen wirklich noch. Die Nacht kommen noch keine. Sonst hätte. Ah, doch, die hat man schon. Oder? Waren das die? Ich glaube, das sind einfach nur die Bäume gewachsen, mehr nicht. Und ich nehme die Chest mal mit. Nein, die Chest. Die Lock Suite. Und die einfach anlegen? Kann man anlegen, perfekt. Ja, du, was soll man dir noch machen? Gibt nicht viel zu tun. Mal die Dinger hier durchgucken. Bird Trap. Ja, die Bäumchen werden schön groß. So, hier haben wir noch einen Hammer und einen Schelf. So. Was haben wir da? Was ist mit der Eraser? Wie ich das sehe. Puh, das Zeichen sagt mir gar nichts. Achso, alles nochmal mit Gold verstärkt. Das ist natürlich nochmal nice, ne? Aber 200 Research-Punkte. Pumpkin-Laterne. Was wollte für ein Pumpkin und Glühwürmchen? Go fishing, genau, ich wollte ja fischen gehen. Sofern dann. Ach, das könnte ich eigentlich auch verresearchen. Da zieht mir eh bloß Leben ab. Ey, jetzt bringen wir 12 Stück. Und jetzt wird's gleich wieder Tag. Ach, da wurde es schon Tag. So, Manura brauche ich immer noch. Die haben wir alle fertig, die brauchen wir gar nicht mehr. Speer haben wir. Da muss ich ran, ne? Ja. Schlafpfeil, so ein Rohr. Okay, nächste Nacht sollten die dann aber kommen. Dann lege ich das schon mal hier hin, das kommt in die Chest. Ich habe nicht vor, diese Nacht zu sterben. Genau, ich wollte das noch gucken. Hätte ich eigentlich die Nacht machen können, Mensch. Ich gimpel da rum. Neue Seeds. So, ein Speer können wir eigentlich da weglegen. Wo haben wir denn die Axt? Gehen wir mal auf Holzsuche. Haben wir zwar schon im anderen Ding schon gemacht. Aber man kann ja nie genug haben, ne? Chop, 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 chop. Ah ja, doch, jetzt wächst das ganze Zeug wieder nach ein paar Tagen. Das ist ein Schmetterling. Aber auf die Flügel habe ich nicht wirklich gerade Hunger. Also lasse ich ihn mal in Ruhe. Gar keine Steine dabei. Meine Seeds geht weg, ihr Vögel. Structures, ja, so eine. So
So eine Imkerei. Was haben wir ja sonst noch? Ah ja, Biomine. Oh, nicht schlecht. Apropos! Spawnen die Viecher. Nein, die sind weg. Okay, nachdem ich das Netz kaputt gemacht habe, sind sie alles weg. Aber sehr schade. Chop, 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 chop. Ach, ich wollte auch noch rechts rüber, Mensch. Weißt du, das fällt mir auch jetzt voll spät ein. Okay, und die ganze Insel aber noch nicht erforscht. Hoppla. Oh, Bäumchen. Chop, 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 chop. Wie viele Bäume hier sind, hat man echt ausreichend Ressourcen für ein paar Wochen, Jahre, ey. Achso. Wollte schon sagen. Warum halt auf zu arbeiten? Ah, gleich schon wieder. Gleich schon wieder Nacht, ist ja unglaublich, ey. Nein, nicht droppen, Mensch. Kabum! Na gut, lass uns nicht weiter irgendwann in Ruhe. Na gute Kampfmusik. Muss man schon sagen. Okay, jetzt mache ich ganz kurz den Rest von der Insel noch schnell aus der. Oh. Erkunden, Alter, hat er mich gerade erschreckt. Drecksbaum. Die verwelken alle. Die wollen wohl, dass ich sie abhacke. Scheiß Mistvieh, Alter. Jetzt hat es mich doch gerade abgelenkt. Okay, ich gehe zurück. Lass es bitte noch nicht die Nacht gewesen sein. Ah, okay, ich komme noch rechtzeitig ran. Ich habe trotzdem Angst vor den Mistviechern. Oh, der möchte mal wieder was futtern. Gerne, gerne. 88 nur. Shit. Okay. Ist ja noch nicht Nacht. Da haben wir noch einen Zeppling, den wir nehmen können. So, aber jetzt. Noch ist es nicht Nacht. Sagen wir mal, kein Krümelkacker hier. Ah! So. Was können wir machen? Wir können ja was researchen. Hammer. Deconstruct Structures. Ach so, damit kann ich die umpflanzen sozusagen. Shave off your dirty beatneck board. Ist das ein Rasierer oder was? Naja, machen wir es. Na, wohl machen wir es. Ich weiß nicht, es wären verschwendete Punkte, Vogelfalle. Ein Zelt. Change your skin.
Ich will dieses Manua haben. Manua. Growth Seeds. Gut, also nächste Nacht kommen die dann. Ich habe Angst. Ja, mehr kann ich gerade irgendwie nicht machen. Ich kann zwar jetzt noch was gucken. Dann ist die Nacht aber auch schon vorbei. Gib mir mal Leben wieder. Geht doch. So, das sollte gleich eigentlich reichen. Können wir eigentlich schon mal loslaufen. Was wollen wir aber jetzt machen? Da drüben könnte man höchstens nochmal hin. Ich gehe mal auf die andere Seite. Besuchen wir einen anderen Kontinent. Mal schauen, ob da was Schickes, Spannendes lauert. Wobei ich dann halt diese statischen Karten dann doch nicht so gut finde. Ich glaube, ich habe im letzten Part gesagt, dass es gut ist, dass die Welten halt immer gleich aufgebaut sind. Aber dann ist da irgendwie gar keine Spannung mehr drin, wenn man schon alles kennt. Na, hoffentlich bringen die auch ein bisschen Dynamik mit rein. Da war das mal noch ein Ziel da oben mit dem Vogel, aber egal. Ich hoffe, das ist auch wieder so eine kurze Strecke. Oh ja, schön. Ich habe Angst. Twix. Wir haben Twix aufgesammelt. Look thorny. Oh shit. Tschüss. Okay, keine gute Idee. Zumal wir eigentlich in der Nacht jetzt die Viecher umnieten wollten. Na gut. Das bleibt mal lieber auf dem Pfad. Scheint sicherer zu sein. Oh, Bäumchen mit Bären. Ist aber auch nicht weiter mehr als massig Holz. Ich dachte echt, hier wäre mehr gewesen. Wenn was ist, renne ich direkt weg. Einen halben Tag haben wir noch. Okay, ich laufe mal wieder zurück. Bis wir nämlich da oben sind, ist es dann nämlich schon rot. Und bis dahin muss ich natürlich auch noch eine Menge futtern. Damit ich gegen die... gegen den Überfall gewappnet bin. Prozent hat der Speer noch. Wie viel halt brauchen das eigentlich zum Bauen? Ist ja gar nichts. Findet man ja schnell. Ach, jetzt ist das, dass das eine Mine sein soll. B-Mine. Na dann, wenn das so ist. So. Schade, dass man die Viecher eigentlich schon kaputt gemacht hat. Ich hätte das erst behalten sollen. Hätte ich immer ein bisschen was zum Kämpfen gehabt. Oder kann man die Dinger da oben klauen? Diese...